Hallihallo liebe Leute und willkommen zum YouTube-Kanal von Mein Testgelände. Mein Name ist Soja, ihr kennt mich eventuell vom YouTube-Kanal Sophie's Random Stuff und ich werde euch heute etwas zum Thema Pink Tax erzählen. Pink Tax? Pinke Steuer? Was ist das genau? Wie eigentlich alle von euch wissen sollten, gibt es in diversen Drogeriemärkten auch diverse Produkte, jeweils für Männer und für Frauen. Die Frauenprodukte meist in rosa-pink-Tönen gestaltet und die Männerprodukte in schwarz oder blau. Nun tritt das Phänomen Pink Tax auf, nämlich dass die pinken Produkte für Frauen teilweise mehr Geld kosten als die für Männer. Und nicht, weil sie besonders besser sind oder besonders anders aussehen, sondern einfach, weil sie für Frauen sind. Dies wird als wirtschaftliche Masche benutzt, um mehr Profit zu machen. Denn nach einigen Studien ist bekannt, dass Frauen eher dazu neigen, mehr Geld für Kosmetika und anderes auszugeben als Männer. Also stört es die meisten Frauen wahrscheinlich nicht, dass ihre Produkte etwas teurer sind. Besser gesagt, die meisten wissen es nicht mal. Denn das Phänomen Pink Tax wird durch viele Maschen und Tricks der Drogeriemärkte versteckt. Und meine Aufgabe ist es heute, euch in einem Live-Test zu zeigen, inwiefern Pink Tax wirklich im echten Leben angewandt wird. Also machen wir uns mal auf den Weg in den nächsten Drogeriemarkt. Zum Anlass des Themas habe ich mal auf Twitter eine Umfrage gemacht an die ganzen Mädels. Bitte seid mal ehrlich, kauft ihr euch Dusch, Rasier, Haarzeug etc. bei DM auch in der pinken Variante? 27% haben offen gesagt, ja, das machen wir. 15% sagen, nein, das machen sie nicht und die Mehrheit, 58%, sagt, sie achten da überhaupt nicht drauf. Da stellt sich bei mir natürlich die Frage, wer gibt schon gerne zu, dass er sich von solchen Kleinigkeiten wie Farben leiten lässt, aber naja, wenn ich mal ehrlich zu mir bin, mache ich das auch. Also ich bin jetzt zurück von meinem Einkauf beim Drogeriemarkt und habe eine Riesentüte an Zeug für Männer und Frauen und ja, wir werden jetzt mal die Preise vergleichen. Fangen wir mal an bei den Einwegrasierern. Ich habe jetzt mal die Marken abgeklebt, aber ich denke, ihr werdet das sowieso erkennen. Ja, in der Männerversion sind 12 Stück drin, in der Frauenversion sind 5 Stück drin. Daher kostet die Männerversion auch ein bisschen mehr. Allerdings, wenn man es auf die Stückzahl runterrechnet, sieht es leider so aus, dass die Frauenrasierer 17 Cent kosten und die Männerrasierer nur 12 Cent. Sind die auch wirklich so gleich, ist natürlich jetzt die Frage. Machen wir sie mal auf. So, das ist jetzt einmal die Frauenvariante und die Männervariante. Sieht eigentlich vom Griff her erstmal wirklich genau gleich aus. Eins in pink, eins in blau. Oben die Aufmachkappe ist einfach auch so eins zum zur Seite ziehen. Also hier ist es zum zur Seite ziehen. Hier ist es einfach so zum Aufmachen. Beide einfach zwei Klingen mit einem kleinen Ding oben dran. Welches bei beiden Versionen ein Gleitstreifen mit Aloe Vera sein soll, steht auch auf beiden Versionen einfach so drauf. Einen großen Unterschied außer der Farbe sehe ich hier nun wirklich nicht. Also ja, erstes Mal ein Fail. Kommen wir mal zum nächsten, was ich persönlich wirklich sehr, sehr dreist finde. Parfüm. Wenn man sich so anschaut, die Frauenversion ist kleiner, die Männerversion ist größer. Auf der Rückseite sieht man hier auch schön diese genauen Silhouetten davon, wie groß die sind. Ich packe sie mal schnell aus. Die Frauenversion geht nicht auf. Das ist weiterhin unfair. Wenn man sich es mal anschaut, die Männerversion ist doppelt so groß, hat auch doppelt so viel Milliliter drin. In der sind 30 Milliliter, in der sind nur 15. Tja, aber die kosten genau gleich viel. Was aufgerundet ca. 35 Cent pro Milliliter für den Mann bedeutet und um die 70 Cent für die Frau. Ich habe mal auf die Inhaltsstoffe geschaut, weitgehend dasselbe. Bei den Frauen sind natürlich noch ein anderes Parfüm, also anderer Duftstoff drin als bei den Männern, aber generell, warum? Also was ich hier gefunden habe, war auch ein komplett identisches Klingenaufsatzding. Sogar die Rückseite sieht genau gleich aus, einfach mit der Beschreibung von den Klingen. Beides mal wieder so dieser berühmte Aloe Vera Streifen. In der Frauenversion sind einfach 3 Stück drin, plus einer gratis. Und Männerversion hat 4 Stück. Die Frauenversion kostet pro Aufsatz 1,98. Und die Männerversion pro Aufsatz 1,61. Beides mal 4 Klingen. Ich sehe da jetzt allerdings auch mal wieder keinen großen Unterschied. Die Frauenrasierer sind etwas abgerundet im Gegensatz zu den Männerrasierern, aber natürlich habe ich mir jetzt extra die Sachen rausgesucht, wo es auch wirklich so ist. Es gibt viele Marken, die das nicht tun, die auch gleich viel für gleichen Preis für Männer und Frauen anbieten. Allerdings ist es erschreckend, wie viele es doch gibt, die einfach diese Markenstrategie einfach anwenden. Weil es einfach komplett unbegründet und unfair ist. Dann kommen wir mal zu einer Deo-Variante, wo die Frauen- und Männervarianten doch etwas verschieden aussehen. Das für Männer ist dieses Sprühmäßige und das für Frauen ist das, wo man pumpen muss. Auch viele gleiche Inhaltsstoffe mal wieder. In der Männervariante sind doppelt so viel Milliliter drin und die Frauenvariante kostet trotzdem mehr. Zugegebenermaßen, die Frauenvariante riecht besser. Aber Geschmackssache, ne? Das finde ich halt auch richtig krass, einfach wenn sogar doppelt so viel drin ist und die andere Sache bei
einfach mehr kostet. Das ist ja genau so gewesen wie mit diesem Parfüm. Also irgendwie die Parfümerieindustrie ist da nochmal doppelt schlimm. Und als letztes habe ich dann nochmal die Rasierschaum-Variante. Allerdings muss ich mir selber zugestehen, ich habe nicht die ganz richtige Gegenvariante gekauft, weil diese Variante ist die für besonders empfindliche Haut und das ist nur die für empfindliche Haut. Der Rasierschaum für Frauen hier kostet 75 Cent pro 150 Milliliter und die passende Männerversion dazu kostet 85 Cent pro das Doppelte. Mal wieder ein Aufschlag für Frauen. Vor allem immer so gut versteckt, dass man noch mehr in die Männerversion reinmacht und sie deshalb ein kleines bisschen teurer macht, aber wenn man es dann auf den Milliliter runterrechnet, zahlen Frauen einfach immer drauf. Also mein Fazit hier nach, Pink Tex ist leider eine sehr realistische Sache. Natürlich, wie gesagt, nicht bei allen Marken, muss man dazu sagen, aber bei immer noch erschreckend vielen. Also was lernen wir daraus? Die Kosmetikindustrie ist manchmal ziemlich gemein. Also dann, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr lasst euch in Zukunft nicht verarschen von der Kosmetika-Industrie und ja, ihr lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert gleich mal mein Testgelände. Also ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Abend oder sonst, wann ihr dieses Video guckt. Ciao!